Okay, also was sind deine drei größten Wünsche? Frieden auf Erden und dass jeder gleichberechtigt behandelt wird und dass ich noch mehr Wünsche habe. Three wishes. Being around with nice people. Have enough money to live and have fun. Parties all the time. Stuff like that. Yeah. Thank you. Vor allem Gesundheit. Ein sorgenfreies Leben, soweit das möglich ist. Und auch Gesundheit für meine Familie und einen festen Arbeitsplatz für meine Kinder und Enkelkinder. Das wäre es. Ich kann mich eigentlich nur anschließen. Die Wünsche auf gute Gesundheit werden allgemein sein, vor allen Dingen in unserem Alter. Wir gehen auf 80 zu. Also dann braucht man schon noch ein bisschen Stehvermögen, um noch einige Jahre zu schaffen. Und dann wollen wir auch noch ein paar schöne Reisen unternehmen. Ich würde jetzt zum Beispiel mich bei alle Geräten trauen, beim Rummel. Und nicht so viel Angst haben vor die schnellen Dingen. Und dass meine Familie reich ist. Eine gute Frau zu haben, viel Geld und ein Haus. Niemals krank werden. Immer Freizeit und nie Schule. Immer gesund bleiben, wann ich will, Geld haben und eine Glücksmaschine haben. Und du? Hast du drei Wünsche? Eine PSP, DS und eine. Three biggest wishes. So, just spontaneously, what would you say? Finding a nice husband, having nice children and getting rich. Also meine sind erstmal Kinderärztin werden oder wie heißt es nochmal, Hundezüchter werden im Krankenhaushalt arbeiten. Ah, Krankenschwester. Mhm. Meine sind erstmal Hebamme werden, eine gute Familie haben. Gute Familie. Und noch viel Geld zu haben. Also Glück, Liebe und Gesundheit. Und das Letzte? Gesundheit. Bei mir ist es Zufriedenheit, Gesundheit und was Leckeres zu essen jetzt. Höllenparty der Monster erwartet euch. Power auf 2 Etagen. Die Gespenster und Dämonen sind immer für euch da. Sehen Sie den Aufruhr der Gespenster jetzt. Wenn du drei Wünsche frei hättest, was wären die? Geld. Nochmals Geld und nochmal Geld. In Griechenland leben. Ja, halt mit meiner Familie da leben und einen guten Job haben. Deine Familie aus Griechenland? Nein, aber ich habe da meine ersten 12 Jahre meines Lebens gelebt. Also ich Bugatti. In Amerika leben, guten Job zu haben und glücklich zu leben. Also ich habe keine Wünsche, weil solange ich mir einen Wunsch vor mir habe, habe ich ein Ziel sozusagen und das bringt mich dann weiter zu leben, also was zu erreichen, solange ich keine Wünsche habe. Eine Weltreise, einmal so richtig noch meinen Lebensabend genießen und viel fotografieren. Kein Krieg, no!
No Rassismus. No. So? War. War. No war. And I am multimillionaire. Yes. And yes, all people on the world live good. So felicidad, no? Amor, la familia, que es muy importante. Meine drei größten Wünsche, was ist das? Dass meine Kinder gesund bleiben, dass sich die Welt ein bisschen mehr zum Positiven verändert und dass unsere Politiker nicht immer so viel lügen. Das waren schon drei. Kommt jetzt die gute Fee und erlöst sie? Doch irgendwann werde ich vom Glück verfolgt und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold. Ich lade die alten Vögel und Verwandten ein und alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen die Mamas, kochen und wir saufen Schnaps und feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön.